Ja, ihr Lieben, ihr wisst, ich liebe Jurassic Park 3 und ich weiß auch, dass ihr da draußen nahezu alle irgendwie ein Faible für den Film habt. Und ja, Jurassic Park 3 ist so ein bisschen das ungewollte Kind der gesamten Jurassic-Reihe, aber irgendwie ein ungewolltes Kind, das so im Nachhinein doch zu einem Guilty Pleasure geworden ist. Unter anderem ist der Film aber so beliebt wegen einem ganz bestimmten Tier, den wir hier zum allerersten Mal und auch lange Zeit zum letzten Mal gesehen haben, nämlich den sogenannten Spinosaurus. Und auch hier scheint sich wieder die Geister, selbstverständlich, denn der Spinosaurus macht eine Sache im Film, ja, die viele eigentlich gar nicht mal ganz so cool fanden. Denn der Spinosaurus nimmt den lieben Kollegen hier aus dem Spiel raus, nämlich den T-Rex. Dabei handelt es sich natürlich nicht um die uns beliebte T-Rex-Dame Rexy, nein. Allerdings wollte man hiermit ganz klarstellen, der Tyrannosaurus Rex ist ab jetzt nicht mehr das Maskottchen des Jurassic-Franchises, nein. Ab jetzt hat ein neues Alpha-Tier diesen Status errungen, nämlich der sogenannte Spinosaurus. Und ja, deswegen haben wir auch auf allen möglichen Covern der Originalveröffentlichung dieses Films den Spinosaurus auf dem Logo und eben nicht mehr den T-Rex. Das haben sie jetzt inzwischen, na, da ist besser, das haben sie jetzt inzwischen natürlich geändert. Wir haben jetzt in den ganzen Collections von Jurassic auf jedem Logo den T-Rex mit drauf. Das finde ich irgendwie auch ganz okay, denn der ursprüngliche Plan, warum man den Spinosaurus nun einführen wollte oder dass man den Spinosaurus jetzt für kommende Filme als Hauptpredator einführen wollte, das Ganze ist dann ja nicht so wirklich eingetroffen. Und auf diesem Kanal hier haben wir uns unfassbar ausführlich mit Jurassic Park 3 befasst. Wir haben uns alle möglichen Ungereimtheiten und Fragen geschnappt und haben erst noch vor kurzem eine Frage beantwortet, wen oder welchen Dinosaurier Eric denn meinte, wenn er zu Dr. Alan Grant sagt, dass der T-Rex-Urin einen riesengroßen Dinosaurier anlockt, nämlich den mit dem Stachel. Ich werde dir einfach erneut da oben die Playlist zu allen Jurassic Park 3 Themen hier auf dem Kanal verlinken. Da kannst du dich gerne mal durchwuscheln, wenn du es vielleicht noch nicht gesehen hast und ebenfalls ein herges Interesse an Jurassic Park und in diesem Fall eben ganz fokussiert an Jurassic Park 3 hast. Ich lese mir eure Kommentare nahezu alle durch. Das heißt, wenn ich ein Video veröffentliche, dann warte ich erstmal eine Zeit lang und dann schaue ich mir nahezu alles an. Ich antworte nicht immer auf jeden Kommentar, weil es dann inzwischen doch relativ viele sind. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, vielleicht kennt ihr das, aber dieses permanente im Social Media rumgeeiert und auf dem Handy rumgetippelt, das macht mich irgendwie kirre. Deswegen nehme ich auch gerade immer mehr Abstand von Social Media Plattformen wie Facebook oder eben auch Instagram und bin jetzt eigentlich nur noch auf YouTube aktiv. Allerdings lese ich eure ganzen Ideen und eure Kommentare, eure Theorien, die ihr zum Jurassic-Franchise habt und eben auch Fragen, die ihr an mich gestellt habt. Und ich muss wirklich sagen, das ist ziemlich geil, dass ihr nicht einfach nur Fragen aus dem Internet rauszieht und die an mich weitergebt, sondern ihr denkt euch inzwischen auch einfach mal selber Theorien aus und gebt die an mich weiter nach dem Motto, ey, kannst du das mal irgendwie auf den Prüfstand stellen? In dem Video jetzt hier besprechen wir eine der für mich interessantesten Fan-Theorien. Ich meine, diese Theorie ist jetzt nicht von der Person, die dir hier in die Kommentare geschrieben hat, auf den Mist gewachsen. Denn du hattest mir geschrieben, Tobi, hast du schon mal von der Fantheorie gehört, dass der Spinosaurus aus einem ganz bestimmten Grund geschaffen wurde? Nämlich aus dem Grund, dass er die Population der Tyrannosaurus Rex auf der Isla Sorna eindämmen sollte. Und ich habe mir zuerst gedacht, okay, das ist eine ganz nette Theorie, die kann man mal so in den Raum schmeißen, aber basiert die auch auf etwas? Also hat die irgendwie Hand und Fuß, dass man sagen kann, ja, es gibt Indizien dahingehend, dass das irgendwie so sein könnte. Wir besprechen jetzt also hier einen Fall, der so nicht im Kanon auftaucht, der so im Kanon nicht erklärt wird. Wir gucken einfach mal, ob diese Theorie in irgendeiner Form Sinn machen würde. In diesem Sinne würde ich sagen, legen wir los mit dem Video. Viel Spaß! Ja, der Spinosaurus ist ein Dinosaurier, der so ein bisschen für sich steht. Wir müssen jetzt hier eigentlich nicht nochmal auf die gesamte Story vom Spinosaurus eingehen. Vielleicht nochmal auf die ganz groben Punkte. Ursprünglich sollte in Jurassic Park 3 ein Baby-Spinosaurus existieren. Der sollte dann von Cooper erschossen werden. Das hätte der erwachsene Spinosaurus mitbekommen. Und daraufhin hätte der dann eben einen Rachefeldzug gegen die Menschen geführt. Das wäre auch dann der Grund gewesen, warum der Spinosaurus in Jurassic Park 3 so aggressiv gewesen ist. Dieser Umstand ist allerdings nicht offiziell Kanon. Die ganze Nummer hat es noch nicht mal ins fertige Drehbuch geschafft. Der Regisseur selber sagte, dass das eine ganz frühe Idee, ein ganz frühes Konzept
für einen Grund gewesen wäre, warum der Spinosaurus die Menschen über die ganze Insel verfolgt hätte. Und dazu haben wir uns auch schon ausreichend geäußert, sowohl auf Twitch in den Livestreams, als aber auch in den Kommentaren. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das wäre eine Idee gewesen. Das hätte man so einführen können, dann wäre das irgendwie, naja, ein bisschen nachvollziehbarer. Inzwischen wissen wir aber, es wurde im Nachhinein ein bestimmtes Testing in den Kanon mit aufgenommen. Das sogenannte Amalgam-Testing. Das Amalgam-Testing ist die Vorstufe für die Erschaffung der Hybriden. Hierbei wurden Dinosaurier mit bestimmten Eigenschaften von anderen Tieren kombiniert. Unter anderem auch enorme Aggressivität, jetzt als Beispiel vielleicht die eines Nilpferdes, die dem Spinosaurus eingepflanzt wurde. Welches Tier für die Aggressivität beim Spinosaurus verantwortlich gewesen ist, das weiß man immer noch nicht. Dazu gibt es noch keine offiziellen Daten. Allerdings wurde offiziell bestätigt, dass der Spinosaurus aufgrund des Amalgam-Testings aussieht, wie er aussieht, so groß ist, wie er groß ist und eben auch so stark ist, wie er stark ist und auch so aggressiv ist, wie er aggressiv ist. Ebenfalls sind auch die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 ein Ergebnis des Amalgam-Testings. Aus diesem Grund sehen sie nicht mehr so aus wie in Jurassic Park 2, obwohl das immer noch dieselbe Insel ist, also die Isla Sorna. Und die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 sind ja auch um einiges intelligenter als die noch zuvor aus Jurassic Park 2 The Lost World. Das Amalgam-Testing mag jetzt hier so Hit und Miss sein. Ich finde diese Nacherzählung, dass das einen Grund hat, ich fand das am Anfang gar nicht so verkehrt. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass man bei jedem kleinen Furz, der keinen Sinn macht, einfach reinschreibt, ah, Amalgam-Testing. Das finde ich ein bisschen faul, in die Geschichte mit einzubinden. Allerdings sollte das gesamte Jurassic-Franchise jetzt langsam aufgebaut werden. Könnte es auch gut sein, dass das Amalgam-Testing in Kürze auch wieder aus dem Kanon verschwindet und dass man vielleicht eine einfachere Erklärung für die ganze Nummer bekommt. Gucken wir jetzt einfach mal, inwiefern es Sinn machen würde, dass Dr. Henry Wu extra auf die Isla Sorna zurückgereist ist, um das Amalgam-Testing durchzuführen, damit der Spinosaurus die Population der Tyrannosaurier auf dieser Insel eben zurückhält. Die Grundidee dahinter ist nämlich die, dass Dr. Henry Wu ja ursprünglich den Plan gehabt hatte, dass die Dinosaurier im Jurassic Park, also auf der Isla Nublar und auf der Isla Sorna, sich nicht von alleine fortpflanzen können. Aus diesem Grund waren alle Dinosaurier Weibchen gewesen. Nun wissen wir allerdings, dass aufgrund eines unbedachten Gen-Cocktails, der in die Dinosaurier eingepflanzt wurde, die Fähigkeit eines Frosches übernommen haben, der sehr wohl in der Lage ist, sein Geschlecht umzuwandeln. Das heißt, wenn du zwei Männchen hast, dann kann einer davon sein Geschlecht umwandeln, dann hast du ein Männchen und ein Weibchen, dann können die natürlich Dinge tun, um sich eben damit weiter fortzupflanzen. Genau das ist unter anderem auf der Isla Sorna passiert und wir haben den T-Rex Junior bekommen, quasi das Kind von Buck und Doe. Ebenfalls wissen wir aus dem Jurassic Park Compendium und aus anderen offiziellen Schriften, dass weitere Tyrannosaurier auf der Isla Sorna existieren. Und ich meine da auch schon mal ein Video dazu gemacht zu haben, wie viele T-Rex es denn jetzt insgesamt im Jurassic Park Universum aktuell noch gibt. Das Video werde ich dir mal da oben verlinken. Ich hoffe, ich habe das wirklich schon gemacht, aber ich meine mich daran erinnern zu können, da schon ein Video drüber gemacht zu haben. Allerdings meine ich auch, wenn das Video existiert, nicht drauf eingegangen zu sein, wann die Saurier jetzt wirklich nach und nach das Licht der Welt erblickt haben. Denn die meisten von diesen Dinosauriern wurden eben nicht schon von vornherein gezüchtet. Unter anderem auch der T-Rex aus Jurassic Park 3, der Bull-Rex, der vom Spinosaurus getötet wurde, der nach sämtlichen Größenangaben, die wir bisher von erwachsenen T-Rex aus dem Jurassic-Universum kennen, noch nicht ausgewachsen gewesen ist. Das heißt, auch dieser T-Rex hätte ursprünglich nach ungefähr 3 Jahren ausgewachsen sein müssen, wäre er denn Teil dieser Zucht gewesen. Scheinbar ist dieser allerdings auch ein Produkt von anderen T-Rex. Vielleicht haben Buck und Doe hierbei noch ein uneheliches Kind gezeugt. Und die Theorie springt dann genau hier ein, dass die T-Rex sich scheinbar sehr, sehr stark auf der Isla Sorna verbreiten. Was könnte jetzt allerdings ein Dr. Henry Wu genau gegen diesen Fakt haben? Naja, die Theorie behauptet, dass Henry Wu so etwas wie Frankensteins Monster erschaffen wollte, um zu verhindern, dass die Tyrannosaurier zu viele Territorien auf der Insel einnehmen, damit Dr. Henry Wu weiterhin seine Forschungen betreiben kann. Hierzu wird dann der Umstand beiseite gezogen, dass die Tyrannosaurier, also Buck und Doe und Junior, auf der Isla Sorna auf einem ganz anderen Teil der Insel ihren Nistplatz hatten, als dann der Bull-T-Rex in Jurassic Park 3 aufgetaucht ist. Laut inoffiziellen Angaben, also das ist nichts Offizielles, sollen Alan Grant und die Kirbys und eben auch Billy
als sie den T-Rex in Jurassic Park 3 treffen, in das Nest dieses T-Rexes geraten seien. Das heißt, wir haben also hier ein Nest des T-Rexes, welches sich abnormal weit vom ursprünglichen Nistplatz der Rexe befindet. Henry Wu soll also den Plan gehabt haben, er muss diese Population eindämmen, um seine eigenen Forschungen in Ruhe weiterführen zu können. Noch dazu soll ebenfalls die Regierung von Costa Rica ein Auge auf die Insel werfen und auch die würden auf der Insel einschreiten, sollten sie mitbekommen, dass hier Dinosaurier überproportional viele Kinder bekommen oder sich eben, ja, viel zu schnell weiter fortpflanzen. Das Ganze mag jetzt natürlich sehr aus dem Nichts gegriffen kommen und ich meine, es ist eine Theorie, aber schauen wir mal ganz kurz, was denn für diese Theorie spricht. Nämlich eine Aussage von Eric selber, die wir erst im letzten Video zu Jurassic Park 3, meine ich, besprochen haben, das Urin des T-Rex. Eric scheint sich nämlich auch in diesem Van darüber zu wundern, dass dieser Urin scheinbar alle möglichen kleineren Dinosaurier wegscheucht, aber ausgerechnet einen einzigen großen anlockt, nämlich den mit dem Stachel. Das Thema haben wir auch schon mal besprochen gehabt. Im Englischen sagt er The Fin und nicht der Stachel. The Fin heißt die Flosse. Die Flosse ist bezogen auf den Spinosaurus. Laut offiziellen Aussagen des Regisseurs selber. Das heißt, der Spinosaurus ist auffälligerweise vom Urin des T-Rex angezogen. In dem Video selber haben wir dann darüber gesprochen gehabt, dass das ja ganz gut sein kann, dass der Spinosaurus einfach sämtliche Alpha-Predatoren auf der Insel auslöschen möchte, damit er eben selber der unangefochtene Alpha ist. Und genau da kommt jetzt diese Theorie wieder ins Spiel rein. Das Ganze könnte natürlich auch einfach ein sehr natürliches Verhalten dieses Tieres sein, dass er eben sagt, okay, er möchte auf der Insel einen bestimmten Teil eben einfach auch als sein Revier anlegen und der T-Rex kam ihm eben einfach in die Quere. Allerdings dürfen wir bei den Fakten nicht vergessen, dass der Spinosaurus ja genmanipuliert wurde und ebenfalls auch sehr aggressiv auf die Menschen selber losgeht und die über die gesamte Insel jagt. Also er will hier nicht einfach nur ein Territorium für sich selbst bewachen. Er jagt scheinbar schon fast aus Freude, ähnlich wie es auch dem Indominus Rex nachgesagt wurde. He's killing for sports. Also er tötet aus Freude. Dr. Henry Wu soll also den grausamen Plan gehabt haben, diesen Spinosaurus auf die Insel loszulassen, um dann dafür zu sorgen, dass die Tyrannosaurier nach und nach in Schach gehalten werden, beziehungsweise auch eben einfach umgebracht werden, um eine massive Population zu verhindern. Meine Meinung zu dieser Theorie ist, die ist nett. Die macht Bock, da kann man sich drüber Gedanken machen. Und auch das mit dem T-Rex-Urin würde irgendwie Sinn machen. Denn Eric sagt schon sehr auffällig, dass es nur einen großen Dinosaurier anlockt, nämlich den mit dem Stachel. Er geht aber auf keinen weiteren großen Fleischfresser ein. Dazu müssen wir aber auch sagen, dass es in der Filmwelt von Jurassic Park keinen genauso großen Fleischfresser mehr gibt, der an Land lebt, wie den T-Rex oder eben den Spinosaurus. Das heißt, wir haben eben hier nur diese beiden riesengroßen Alpha-Predatoren an Land. Ich finde auch, dass die Theorie hier so ein bisschen einen kleinen Logikknick drin hat, dass Dr. Henry Wu, um die T-Rex in Schach zu halten, einfach ein Monster auf der Insel freilässt, mit der Begründung, dass er dann so seine Forschungen unbehelligt vom Rest der Welt fortführen kann, denn, naja, die Regierung würde ebenfalls mitbekommen, wenn da so ein Tier auf einmal Amok laufen würde, was auf keiner Liste von Ingen draufsteht. Und an sich wäre der Plan dann ein bisschen blöd. Das ist wie wenn ich einfach, keine Ahnung, sagen würde, ich habe jetzt hier eine Rattenplage im Haus, also lasse ich einfach ganz viele Schlangen frei. Und um die Schlangen loszuwerden, habe ich mir ein paar Marder geholt. Und für die Marder habe ich Löwen im Garten. Ich habe alles unter Kontrolle. Also ihr versteht, worauf ich da hinaus will. Die Theorie fühlt sich irgendwie so an, als wäre die einfach in den Raum geschmissen worden und danach wäre dann versucht worden, sich zu erklären, wie das sein könnte. Ich meine, so macht man das im Endeffekt auch mit Studien in der echten Wissenschaft. Du stellst eine Behauptung auf und dann versuchst du, die irgendwie zu belegen mit wissenschaftlichen Fakten. Wenn wir das jetzt eben hier machen, mit der reinen Filmlogik, muss ich sagen, ist eine nette Theorie, die eingeschmissen wurde. In meinem Gedankengang allerdings würde es diese Prüfung hier nicht überstehen. Ich würde sagen, nein, diese Theorie würde ich einfach mal so komplett abstreiten und sie als nichtig erklären. Natürlich kannst du mir jetzt gerne in die Kommentare reinschreiben, ob du das vielleicht anders siehst, habe ich hier irgendwas übersehen, würdest du vielleicht sagen, doch, das macht Sinn, weil, schreib es mir in die Kommentare unten rein und schreib mir auch gerne noch weitere Theorien zu allen möglichen Themen, gerne auch zu Jurassic Park 1, zu Jurassic Park 2, zu Jurassic World Trilogie oder auch gerne zu Godzilla in die Kommentare unten rein und mal gucken, ob wir daraus vielleicht ein eigenes Format aufmachen können, wo ich dann versuche, eure Theorien auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, ob das in irgendeiner Form Sinn ergibt. Hier muss ich allerdings sagen, nein, der Spinosaurus wurde geschaffen, um den T-Rex
um der T-Rex-Population Einhalt zu gebieten. Dieser Theorie kann ich leider nicht den anderen Kaijuers Prüfstempel draufdrücken, aber trotz allem war es eine nette Theorie und wie gesagt, ich habe damit unfassbar viel Spaß, mir auch einfach mal eure Theorien anzuhören, durchzulesen, wie auch immer, und dann hier in den Videos drauf einzugehen. In diesem Sinne, ihr Lieben, haut mir eure Gedanken dazu und eure Theorien in die Kommentare rein und möglicherweise ist dann sogar deine Theorie schon die nächste, die wir hier auf dem Kanal im kommenden Video besprechen. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video, ihr Lieben. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Dieser Theorie kann ich leider nicht den anderen Kaijuverse-Prüfstempel draufdrücken. Ich hasse Handys.